Hey Leute, herzlich willkommen heute zu einer neuen Runde Survival Games und zwar glaube ich die 97. oder die 98. Folge. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall nicht die 100. oder die 99. das weiß ich auf jeden Fall. Ja, kam jetzt über eine Woche lang leider kein SG mehr, tut mir leid deswegen. Ich habe ja schon gesagt, dass wenn ich schon eine Woche lang kein Video bringe, dann wird es auf jeden Fall direkt SG kommen, beziehungsweise es wird jede Woche mindestens ein Video kommen von Survival Games, das habe ich ja versprochen gehabt. Und leider ist jetzt schon wieder eine Woche, wenn nicht noch vielleicht ein bisschen länger vorbei, weil dieses Video wird glaube ich erst morgen hochgeladen. Und bis jetzt ist dann halt nur eine Runde PUBG gekommen und das ist ja einfach nur so ein Video für zwischendurch. Kam auch gar nicht so schlecht an, hat glaube ich fast 40 Likes sogar noch geknackt. Das fand ich richtig krass, überhaupt, dass es 30 geknackt hat. Hat mich schon gewundert, weil es ist ja ein ganz anderes Spiel und das ist ja ein Minecraft-Kanal. Und da ist natürlich klar, dass dann da nicht so gern geschaut wird wie, wie Survival Games oder das eigentliche, was ich immer bringe. So. Oh, warte mal, da ist noch eine Chest drin, hab ich gerade gar nicht gesehen. Und ja, Stuff ist schon mal sehr nice. Ein Dia wäre noch geil für ein Dia-Schwert. Ach, wir haben ja schon. Ja, wir haben schon zwei Dias, lol. Können wir direkt zum Spawn gehen? Ja. Aber ich komme jetzt mal zum eigentlichen Thema, wo ihr schon am Titel gelesen habt und bestimmt auch alle drauf wartet. Beziehungsweise die meisten. Und ich muss auch sagen, das ist auch ein Projekt, worauf ich mich am meisten freue, halt momentan. Und das ist nämlich Empire Varo. Weil, keine Ahnung, also das hat mir immer am meisten Spaß gemacht, Varos zu organisieren, beziehungsweise ein Varo zu organisieren. Und es wird auch in Zukunft mehrere Projekte kommen, aber erstmal sollte Empire Varo anstehen, denn es wird mal wieder Zeit. Wir haben jetzt seit 4 Monaten kein Empire Varo. Mein Gott, das letzte Mal war 2017, also ich glaube, war das in der Weihnachtszeit? Nee, es war glaube ich sogar noch früher. Bin mir gerade nicht so sicher. Aber craft mal kurz, schnell das Dierschwert. Oh Gott, meine Maus macht Doppelklicks, deswegen kann ich mich leider nicht so schnell moven manchmal. Das ist ein bisschen komisch, also ich kann nicht gedrückt halten, sagen wir es mal so. Ein Vorteil bringt es mir jetzt nicht wirklich. Ah, der wird jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit rennen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt. Oh Gott, so. Empire Varo wird voraussichtlich am April erst starten, also im April, bin gerade so verpeilt, ich kann echt nicht mehr zocken und mich dabei konzentrieren und dann reden, vor allem bei Minecraft, weil früher war das einfacher für mich, weil da PvP für mich auch einfacher gefallen ist. Und ja, also wie gesagt, es wird halt im April starten, weil ich da noch einiges planen muss. Ich habe halt jetzt hier im Februar, also Februar ist jetzt schon fast vorbei, ich glaube, wenn das Video oben ist, fällt schon der 1. März, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es einfach zu knapp, jetzt noch was im März zu machen, weil ich da auch keine Zeit habe. Beziehungsweise muss ich mich auch in der Freizeit oder am Wochenende mich auch um schulische Sachen und um Ausbildung und so weiter kümmern. Und da ist mir sowas natürlich ein bisschen wichtiger, als irgendwie Minecraft aufzunehmen oder beziehungsweise für ein Projekt zu organisieren. Und das ist halt bei... Na, der rennt jetzt weg. Das ist halt hier der Fall und deswegen. Ja, der hat ein A, ein F, ein S. Nicer Double Hit. So, ich versuche hier noch ein bisschen nebenbei zu kommentieren. Das ist ein bisschen. Okay, was war mit dem los? Ich dachte, der wäre ein bisschen besser. Ja, also wie gesagt, ist ein bisschen schwierig, weil ich habe halt nur Wochenende Zeit für irgendwelche Sachen, sonst bin ich immer so abends zu Hause und wenn ich abends zu Hause bin, möchte ich nicht noch die letzten Stunden, wo ich irgendwie noch ein bisschen chillen könnte, irgendwie ein bisschen was zocken, ganz chillig. Zocken tue ich halt jeden Tag, ist ja klar, aber organisieren und zocken ist halt was ganz anderes, sind zwei verschiedene Sachen. Zwar beides am PC sitzen, irgendwas machen, aber zocken ist da definitiv chilliger und man muss ja auch ein Projekt mit Lust machen, ne? Man soll sich ja sowas nicht aufziehen, sagen, boah, jetzt muss ich dies und das machen. Da haben wir ja schon Spaß dran und wir müssen halt erstmal die Map machen, weil mit der Map geben wir uns ja viel Mühe, das wisst ihr ja. Das Plugin wollten wir diesmal, das alte vorhergesehene Plugin wollten wir diesmal endlich benutzen. Letztes Mal hat es ja nicht geklappt, das wisst ihr ja.
Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte, da haben wir ja schon 10-mal drüber geredet. Und ja, deswegen möchten wir da halt auch ein bisschen die Regeln verschärfen und so weiter, damit man nicht sagen kann, ja, aber in den Regeln steht das so. Also damit man die Regeln sich nicht so drehen kann oder irgendwie, ihr wisst, was ich meine, so hinterfragen kann, sagen wir es mal so. Deswegen versuche ich die Regeln da definitiv zu verschärfen. Das hat ja letztes Mal der Squash gemacht und das werden wir dann dieses Mal, denke ich mal, ein bisschen verschärfen. Die alten Regeln natürlich noch kopieren, weil das waren ja eigentlich ganz gute Regeln und ein bisschen abändern und verschärfen und so weiter und so fort. So, wo ist denn hier noch einer? Ich bleibe eigentlich, würde ehrlich gesagt gerne am Spawn der Nähe bleiben. Inventory ist zwar full, aber egal. Wir laufen ein bisschen rum. Und ja, deswegen sage ich ja, dass es das erst im April, das erst am, ach, ich kann echt nicht mehr reden, ne? Ohne Spaß. Also es wird erst im April starten, wie gesagt. Also am Anfang weiß man nicht, vielleicht auch Mitte April, ich weiß es echt nicht. Wahrscheinlich Anfang April möchte ich es schaffen, das ist dann gar nicht mehr so lange, muss man überlegen. Ich meine jetzt nur noch einen Monat März und dann, wenn es am 1. April startet, dann 1. April Start halt. Und ja, wieso nicht, oder vielleicht 2., 3., wann auch immer, wenn Wochenende ist oder so, möchte ich es am besten machen. Und ja, wir fangen jetzt auf jeden Fall schon mal an mit Organisierungen. Also das heißt, wir machen schon mal die Map erstmal und den Spawn, also wie gesagt, den, ne, die Spawn-Map halt, die habt ihr ja schon gesehen, letztes Mal haben wir uns da auch Mühe gegeben mit dem nicen Spawn, das möchten wir diesmal auch wieder machen. Wir wollen jetzt nicht, wir können auch jetzt ein WoW-Projekt ganz schnell hinklatschen mit einem billigen Spawn und ne, ganz normal Word-Edit die Löcher machen und fertig, aber das wollen wir halt nicht. Wir wollen ja schon, dass es was Besonderes ist und eine andere Atmosphäre ist halt, als in anderen WoWs, ne. Und ja. Das ist da halt so mein Hauptziel, nicht wie so andere WoWs, die es nicht mal hinkriegen irgendwie, wie soll man sagen, nicht mal hinkriegen mit Word-Edit Löcher zu machen, sondern dann so viereckige Löcher oder sowas hinmachen oder einfach die total unbalanced sind. Und naja, sowas wollen wir natürlich nicht machen, das ist ja totaler Crap sowas. Deswegen meiner Meinung nach, wenn man Varo macht, sollte man sich da schon richtig erkundigen, ansonsten ist es einfach nur ein Crap-Varo, was jetzt nicht so geil ist, aber jedem seine Sache. Und ja, jetzt möchte ich natürlich gerne noch die paar Gegner finden. Also wie gesagt, Survival Games wird jetzt auch wieder öfter kommen und die 100. Folge auch bald. Mal gucken, was ich da mache, ob da was Besonderes kommt, kann ich nicht versprechen. Aber ich werde versuchen, irgendetwas zu machen, zumindest eine Kleinigkeit für die 100. Folge. Und mal gucken, wie es dann danach weitergehen wird. Danach wird es ein Format neues geben, was ich eigentlich ganz cool fand. Und mal gucken, ob ich es so umsetzen kann. Da ist jetzt einer. Auch ein Dierschwert. Oh Gott, dann haben wir. Perfekt. Oh Scheiße, ich hätte echt gern jetzt noch Goldäpfel gecraftet. Naja, sorry, wenn ich mich voll oft hier verspreche. Eigentlich ist es nie so, ne? Privat verspreche ich mich nie. Ich bin ja auch Deutscher. Verstehe ich halt nicht, warum das so ist. Es ist, glaube ich, einfach Nervosität so. Weil das ist ja nicht mehr Alltag für mich in Minecraft. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, das werden wir dickfett losen. Oh, bitte kein Team. Please, no Team. Ich will kein Team. Ich will kein Team. Ich habe jetzt einfach nur Schild gezeigt, damit der Typ nicht gegen mich teamt, weil es ist mir so oft schon auf Spain passiert, dass irgendwelche Leute gegeneinander, das ist zum Beispiel Assi sowas, nur weil der eine Diabrust hat, will der Team. Ich gehe auf beide drauf. Oh Gott. Ich will echt safe gehen. Ich gehe definitiv auf beide drauf. Wird jetzt halt so wie ein Clean sein, aber kann man nichts machen, ne? Sind die Sachen verbrannt von dem? Verdammt. Egal. Glück für ihn, dass ich da nicht abstauben konnte. Weil mir ist es so oft schon passiert, dass es auf Spain gegen mich geteamt wurde, weil ich irgendwie ein Dia-Schwert hatte oder so. Schlecht ist der Spieler leider auch nicht. Leider.
Och, der mit seinem Gebowspam ist das ein Hurensohn, ey. Egal, gehen wir für die ganze Zeit rum. Hallo, wie trifft der mich denn die ganze Zeit? Ah, naja, scheiße. 0,5 Herzen, egal. GG, hat da ein bisschen genervt, der Boss. 0,5 Herzen war trotzdem eine nice Runde. Echt knapp gewesen, hätte ich vielleicht noch ein bisschen zurückgerodet. Aber gut, bin ja auch nicht mehr der Beste wie vorher. Werde aber versuchen, aktiver zu zocken. Vor allem bei Varus, ne? Da muss wieder ein bisschen trainiert werden. Ich meine, bei Empire Varus habe ich eigentlich auch eine ganz gute Leistung abgeliefert, ne? Dafür, dass ich halt nie spiele und ja. Aber ich würde sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.